Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es um eine Quest und zwar um das Vorläufermodell. Wo ihr die Quest findet, was ihr dafür tun müsst und warum es sich wirklich lohnt, diese Quest in Angriff zu nehmen, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, wo müssen wir dafür hin? In die Stadt der Uhrwerke, genauer gesagt in die Messingfeste. Das ist hier der obere Bereich der Stadt der Uhrwerke und hier bewege ich mich dann durch dieses Tor im Westen, hier nach unten. Und dann steht ihr, genau wie ich gerade, vor der Werkstatt von Geselle Zanon. Da gehen wir einmal hinein. So, benutzen hier diese tollen Aufzüge. Und bewegen uns damit in die Werkstatt von dem Gesellen Zanon. Hier finden wir dann die Quest, die dazugehört. Aber es ist auch gleichzeitig eine Errungenschaft und die schauen wir uns einmal an. Hoppala, jetzt ist es gerade weg. So, und zwar findet ihr die Errungenschaft unter Clockwork City allgemein. Ihr könnt natürlich auch gleich den Suchbegriff eingeben. Und hier ist die Aufgabe, sammelt und montiert alle Teile, die es braucht, um das Vorläufer-Faktotum zu rekonstruieren. Ihr seht, das sind einige Teile. Vielleicht habt ihr sogar schon das ein oder andere Teil im Inventar, wusstet bisher gar nicht, was ist das eigentlich, ne? Dann könnt ihr das in der Tat auch hier schon in dieses Gerät reinbauen. Dann bekommt ihr hier so einen Hinweis, dass ihr es einbauen könnt, auch ohne, dass ihr diese Quest annehmt. Aber um im Endeffekt das Ganze abzuschließen und die Belohnung zu bekommen, müsst ihr die Quest dazu auf alle Fälle machen. So, wir haben gerade hier im Hintergrund gehört, hier ist gerade was eingebaut worden. Wir sehen es natürlich nicht, weil es ja nicht unser Fortschritt ist. Aber genau so müsst ihr das dann machen, wenn ihr die Teile habt. Sprich, ihr müsst nicht alle erst gesammelt haben, sondern ihr könnt im Zweifelsfall für jedes Einzelteil immer wieder herkommen und es einbauen, damit es euch nicht den Platz im Inventar wegnimmt. Ja, wenn das Ganze nämlich zusammengebaut ist, dann hat Geselle Zanon noch abschließend eine Aufgabe für uns und dann bekommen wir unsere Belohnung, nämlich dieses Vorläufermodell. Das ist ein Dummy, den ich mir dann zu Hause ins Heim stellen kann, mit dem ich ja meine Kampftechniken üben kann oder schauen kann, wie viel Damage mache ich eigentlich. Also eine ganz coole Geschichte, um auch mal Dinge auszuprobieren, ohne dass man dabei 1000 Tode stirbt, weil das Gute bei einem Dummy ist ja, der haut nicht zurück. So, wir nehmen jetzt aber die Quest einmal an. Wir sprechen mit Geselle Zanon. Hier ist richtig was los, wie ihr feststellt. Na, jetzt wird schon das nächste Teil wieder eingebaut. Also auch eine beliebte Quest, wie man sehen kann. Oh, hallo. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie ihr hereingekommen seid. Ich fürchte, ich bin im Augenblick schwer mit meiner jüngsten Entdeckung beschäftigt. Ich habe also nicht viel Zeit für sinnloses Geplauder. Es ist besser, ihr geht, es sei denn, ihr seid an Faktoten und deren Erschaffungsprozess interessiert. Na, aber selbstverständlich bin ich interessiert. Ah, ihr seid also doch neugierig. Aber hallo. Seht ihr, ich habe diesen Faktotum-Kopf in einem Schrotthaufen gefunden, was für die Messingfeste jetzt nichts allzu Ungewöhnliches ist. Ich fand allerdings seine seltsame Färbung spannend. Und ich fand ihn noch spannender, als er mit mir zu sprechen begann. Schon ein bisschen unheimlich, ne? Aber wir wollen natürlich wissen, was er erzählt hat. Er wiederholte mehrfach eine Botschaft, in der er darum bat, in der mnemonischen Planisphäre nach seinem Integral der Erinnerung zu suchen. Ihr scheint zur abenteuerlichen Sorte zu gehören. Meint ihr, ihr könntet es für mich bergen? Die Rekonstruktion eines Faktotums würde mich direkt auf einen Platz im Rat katapultieren. Na, selbstverständlich wollen wir das machen, also natürlich überlass das mal mir. Die Reise zur mnemonischen Planisphäre ist voller Gefahren. Daher ist gute Vorbereitung angebracht. Sobald ihr aber erst einmal drin seid, sollte es keine Probleme mehr geben. Meine Forschungen führen mich zu der Annahme, dass das Integral einem Kristall ähneln wird. So, wir können uns diese Unterhaltung jetzt noch anschauen, beziehungsweise wir machen das auch in diesem Video, aber ihr könntet es jetzt auch eigentlich schon abbrechen, weil ihr habt im Hintergrund gesehen, die Quest hat natürlich schon gestartet. Ich finde es aber sehr interessant, auch mal so den Hintergrund davon zu erfahren. Ich finde prinzipiell ist Stadt der Uhrwerke ein echt spannendes Gebiet und deswegen lassen wir uns auch noch mal erzählen, warum es so besonders ist, das Ganze wieder zusammenzubauen.
Würdet ihr es glauben, wenn ich euch sage, dass die Apostel nicht wissen, wie man Vertoten erschafft? So, eine rhetorische Frage. Wir können jetzt antworten, was wir wollen. Wir nehmen mal Nein. Das war eine rhetorische Frage. Habe ich mir gedacht. Die traurige Wahrheit sieht folgendermaßen aus. Wir Apostel können zwar metallene Gliedmaßen und Antriebe bauen, aber wir können nicht die Intelligenz nachbilden, die Sotasil den Faktoten schenkte. Wir können auch die Fabriken nicht betreten, in denen sie hergestellt werden. Spannend. Warum darf man nicht in die Fabriken? Warum tut Fürst Seth überhaupt irgendetwas? Er ist immerhin der Vater der Mysterien. Sein Schweigen gebiert Neugierde. Vielleicht wollte er, dass wir Apostel auf diese Frage selbst eine Antwort finden. Und ich glaube, bei diesem Faktotum ist mir ein Durchbruch gelungen. Aha, und warum gerade dieses Faktotum? Erstens weiß ich bereits, dass es sich bei ihm um ein älteres und einfacheres Modell handelt. Man sieht den Einfluss der Dwemer am Schädel. Nach heutigen Maßstäben ein ästhetisches Verbrechen. Wir Apostel sehen die Dwemer als ein Volk, dem man mit Geringschätzung begegnen sollte, anstatt es nachahmen zu wollen. Und zweitens? Zweitens spricht es im Gegensatz zu anderen Faktoten vollkommen unbefangen von seinen Bauteilen. Glaubt mir, ich habe im Namen meiner Recherchen schon viele dieser Maschinen ausgiebig befragt. Wenn wir seinen Verstand im wahrsten Sinne des Wortes rekonstruieren, verrät uns das Einzelheiten über seine Erschaffung. Und drittens? Jetzt bin ich ins Wort gefallen, böse Falle. Faktoten sind natürlich geschlechtslose Maschinen, aber sie klingen alle entschieden weiblich. Diese hier ist das erste mit einer männlichen Stimme, dem ich je begegnet bin. Ich bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat, aber ich bin überzeugt, dass ich mit weiteren Nachforschungen gewisse Antworten finden werde. Na denn. So, ich habe die Quest angenommen. Das heißt also, wenn wir uns das im Quest-Journal jetzt einmal anschauen, Berg, das Integral der Erinnerung, das kann ich mir dann auch auf der Karte zeigen lassen. Hier muss ich also in einen Dungeon, wird mir genau angezeigt hier, Berg, das Integral der Erinnerung. Das ist aber leider auch das Einzige, wofür ich einen Hinweis bekomme. Die ganzen anderen Teile, sollte man meinen, sind jetzt auch hier in der Stadt der Uhrwerke versteckt. Die sind wirklich überall verteilt. Das heißt, es macht es teilweise schwierig, die zu finden. Ich verlinke euch unten im Text die Teile, die ich oder die wir schon per Video gemacht haben, die ihr finden könnt mit den Videos zusammen. Die weiteren werden auch nach und nach eingestellt, dass ihr es ein bisschen einfacher habt, diese Teile dann auch zu finden und zu bergen. Wenn man weiß, wo sie sind, sind sie wirklich einfach zu finden. Sie liegen immer offen. Schimmern so ein bisschen vor sich hin, dass sie einem dann auch wirklich ins Auge fallen. Deswegen schaut einfach mal in euer Inventar, ob ihr zufällig vielleicht schon das ein oder andere mitgenommen habt. Also ich sammle so ziemlich alles ein, was mir während des Spiels vor die Füße fällt. So, das war's zu der Quest, zu der Errungenschaft, das Vorläufermodell. Die einzelnen Teile, wie gesagt, findet ihr bei mir dann als Video. Und wenn es euch geholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.